Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play Legion. Und wir sind in der letzten Folge, ja, erfolgreich, endlich, na, was heißt, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge war das sogar, schon endlich mal eine Instanz gewesen. Und haben ja ein bisschen weiter in den Sturmgipfeln gequestet, da wo wir heute auch natürlich weitermachen werden. Aber zuallererst haben wir erstmal eine Mission fertig. Und die gucken wir uns mal an. So, da gab es mal wieder ein paar Level-Ups, sehr schön. Und es gab Artefaktmacht, finde ich gut. So, wir nehmen mal die Artefaktmacht noch mit. Die Illidari sind unsere. Wir sind alles, was zwischen der Region und unserer Vernichtung steht. Und tschüss. Gut, ich bin mal gespannt, ob welchen Level es hier weitergeht. Technisch mit weiteren Ordensleuten. So, das ist erledigt. Soweit. Sonst gibt es ja erstmal nichts zu tun für uns. Gut. Raus hier. Oder hatten wir letzte Folge noch eine Quest bekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, Teufelsblut sammeln. Ah. Stimmt ja. Verhärte Insel. Moment mal. Wo kann man denn gut Teufelsblut farmen? Zum Beispiel hier. Aber, doch, wir waren schon mal ein Wallscherer. Den Albtraum betreten. Ach, die müssen wir auch noch abgeben. Stimmt. Na. Dann würde ich sagen, werden wir uns mal auf nach Wallscherer. Nee, nicht Asuna, weil Shara machen. Was? Thomas, was machst du hier? Dorf in Gefahr, wollten wir nicht. Okay, dann werden wir erstmal hier hin ballern und dann können wir auch da gleich Teufelsblut farmen. Was ist das nochmal? Der Mondgarten. Ab in den Mondgarten. Und dann werden wir mal versuchen, gucken, ob wir die 100 Teufelsblut zusammenkriegen. Außer es dauert jetzt ewig, dann werden wir das immer so nebenbei mal ab und zu machen. Ich hab's ganz vergessen, dass wir ja noch eine, Dings haben. Haha. Heute ist Mittwoch, wo ich die Aufnahme mache. Ihr seht diese erst am Montag. Ja, Montag. Und seit heute ist ja endlich im LFR auch der Dings verfügbar, der Smaragdgrüne Albtraum. Da habe ich mich heute direkt reingewagt, pünktlich um 9 Uhr gleich mit der ersten Gruppe wahrscheinlich rein und muss sagen, es war eigentlich angenehm. Also trotz dessen, dass da jede Menge Leute waren, die das genauso wenig wie ich noch nicht gesehen haben, noch nicht gemacht haben, muss man sagen, sind wir eigentlich gut durchgekommen. Wir hatten einen Wipe, aber da haben wir alle ein bisschen gepennt, weil wir da nicht so richtig aufgepasst haben. Aber ansonsten waren die Bosse an sich angenehm. Also ich habe schon Schlimmeres erlebt. Muss ich sagen, also die ersten drei. War okay. Kann man nicht meckern. So. Wir werden mal unsere Treter abholen. Ich weiß gar nicht. 709er haben wir. Mal gucken, ob wir bessere kriegen. Ne, das hier. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Definitiv. Die wollen wir haben. Haben wir wieder ein bisschen den Gear-Score erhöht. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn jetzt eigentlich schon für Instanzen offen für uns? Moment. Überleg, ob ich mich nochmal anmelden soll, aber ich weiß nicht, wie lange es dauert. Wir probieren es einfach und dann schauen wir mal. 46 Minuten. In der Regel haut das sogar meistens hin. Es geht nur runter, aber wenn ich so auf die Zeit gucke, könnte es passen. So, von denen hier werde ich wahrscheinlich das Teufelsblut bekommen. Nee. Moment. Von euch, ne? Auch nicht. Das muss aber da irgendwie, das müssen die sein. Tatsächlich. Egal, wir geben erstmal die Quest ab. Und dann checken wir mal, wie das mit dem Teufelsblut hier ausschaut. Ich hoffe, wir kommen, wenn wir in eine Instanz kommen, nicht nochmal in den Albtraum. Das wäre so ein bisschen lame. Ey, Tyrande, während du hier rumgestanden hast,
Haben wir mal deinen Kerl befreit. Ich nur Lavanderer. Elun erleuchte euren Weg. Elun erleuchte euren Weg. Mit neuen Stiefeln. Wunderbar. So. Ich dachte jetzt schon, allein nur er ist gemeint. Aber es müssten rein theoretisch... Oder die Dämonen in dem Baum drin. Waren da unten Dämonen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hätte jetzt eigentlich auf die... Dings getippt. Hm. Wir gucken mal in den Baum rein. Hier sind ja auch nur Elementare. Warte jetzt. So. Ist mich festgewurzelt, bist ein Held. Ganz harter Hund. Renn! Nein. Wer gibt mir hier das Teufelsblut? Ich hätte ja auf die getippt. Dieser Tier. Probieren wir es einfach mal. Hi. Yep. Einer! Echt jetzt? Alter. Wie lange soll das dauern? 100 Dämonen killen? Echt? Boah, ey. Die meinen das wirklich ernst. Cool. Ups. Oh oh. Nicht gut. Will ich. Achso, der ist ja. Naja, gut, der ist ja. Seine Pfeife. Ich dachte jetzt schon, er wäre ein ganz schlimmer Finger. Reißt ihnen das Fleisch von den Knochen. Aber er nimmt trotzdem keinen Schaden. Das Leben aus ihrem sterblichen wenig Schaden. Er nimmt sehr wenig Schaden. Jetzt steht der Tür auch noch an der Backe. Erstmal nicht hier. So, mach mit hier. Ich hab dir bei deiner Tür geholfen. So was will ich ja. Moment. So. Jetzt reden wir hier mal Kassala mit dir, du. In der Hoffnung, dass es das bringt. Muss mal hier meine Dings einsammeln. Au. Er hält eine ganze Menge aus, muss ich mal feststellen. Achso. Spinnst wohl. Hat er jetzt die Nachtelf umgenietet? Sieht fast so aus, oder? Boah, Alter. Wie, du resettest dich. Er hat sich resettet. Was ist für eine Drecksau? Allerdings habe ich dreimal Teufel zu gut bekommen. Da hat er sich einfach resettet. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Aber wie viel so ein Urturm aushält, ey. Nicht schlecht. Oh, ein neuer Fall, Digga. Komm, dein Kollege hat vorhin 3 gegeben. Sei mal nicht so. Das waren gerade mal 7. Das Problem ist, wir treffen ja auch nicht in jedem Gebiet auf Dämonen, ne? Und eigentlich sollten wir es ja machen. Damit wir in der Ordenshalle vorankommen. Hab aber nichts Besseres zu tun. Ja, ich kann den Spruch nicht mehr hören, Alter. Wechsel gleich das Gebiet. Vielleicht machen wir das auch mal. Wir werden mal den anderen Punkt in Angriff nehmen. Vielleicht gibt es da ein bisschen mehr. Machen wir mal. So,
So, aufmounten. Und zwar hier unten. Hui. Fliegpunkt. Fliegen wir am besten. Ja, nach Loretal. Oh, Loridal. Ihr wisst, was ich meine. Hin. Da ganz schön einen aufs Maul bekommen von dem Baum. Meine Fresse, hätte nicht gedacht, dass der so viel Power hat, ne? Dafür, dass er nicht Elite war. Fetten Respekt. Und es dauert noch. Es dauert. Wird er wahrscheinlich erst in der dritten Folge sehen, von denen ich jetzt hintereinander aufnehme. Ah, ich habe schon fast ein Level. Was ist denn hier los? Achso, schon Weltquest, deswegen sind die jetzt hier alle unterwegs. So, dann gucken wir uns mal die Ecke da hinten an. Was war denn da? Ah, ich sehe es schon. Außertiere, Satyre, Sitze. Wir werden mal richtig rein versuchen, reinzukommen. Und dann hoffe ich, dass da noch ein bisschen mehr Abwechslung ist. Bär. Ach. Hier sind Dämonen. Ja, genau, die Wichtel. Zum Beispiel, das sind doch richtige Dämonen. So richtig, richtige Dämonen. Und er lebt schon wieder. Dafür halten die nicht hier aus. Aber die geben auch nur alle einmal, ey, so richtig geizig. Er könnte mehr geben. Aber warum sollte er? Sein Hund würde wahrscheinlich mehr geben. Komm her, Wuffi. Ja, war klar. Ich weiß gar nicht, ob man den Hund überhaupt looten kann. Ja, schön, ja. Kann man. Er hat auch nur einen. Alle geizig. Das war mal eine Rare, falls ihr euch erinnert. Ist schon ein Weilchen her, dass wir hier waren. Muss man ja dazu sagen, wir haben ja jetzt schon. Wir sind jetzt quasi im zweiten von vier Gebieten. Also fürs Leveln. Das andere ist ja dann eher so das High-Level-Gebiet. Also das ist ja Endgame quasi. Aber da werden wir auch noch Spaß haben auf jeden Fall in den Let's Play. Ich will das auf jeden Fall ein bisschen zeigen. Auf jeden Fall kann man so sagen, dass man ziemlich erstmal erschlagen wird mit 110. Man bekommt echt eine Menge zu tun. Weltquests hat man dann plötzlich. Man darf nach Asura. Man darf. Nee, Asura? Was laber ich da? Mann, jetzt habe ich den Namen schon wieder verpeilt. Moment. Surama. Asura, genau. Asurama. Man darf jede Menge Sachen machen. So, der hat auch nur einen gehabt. Das hat sich nicht gelohnt. Natürlich, lieber Wichtel. Brutzel, kleiner Wichtel. Brutzel, kleiner Wichtel. Hab erst überlegt, ob ich ihn anzünde, aber hab mich dann dagegen entschieden, weil hier Mr. Heuchel guckt, ne? So. 16 haben wir schon. Wow. Wenn ich damit durch bin, ey. Prost. Dann haben wir mal kurz mal weggefackelt. Bang. Na, hauen um. Geht doch. Jetzt erstmal eine Kügelchen erstellt. Ganz entspannt. Aber so kann man sein Level natürlich auch steigern, ne? Ich frage mich, ob es in der Instanz ein bisschen fixer geht. Da wäre natürlich jetzt der Albtraum wieder besser. Muss man ja mal so sagen. Ist natürlich gut, dass die Gebiete immer mitleveln schön. Also die werden dann genauso stark. So kriegt man an dem Teil noch die richtige Erfahrung. Und muss nicht aus der Röhre gucken. Ich finde das sowieso genial gemacht, dass wir dieses Mal endlich in WoW uns mal tatsächlich aussuchen können, wo wir angreifen wollen. Danke. Oh, noch ein Wichtel.
Ihr seid mir die Liebsten, ihr geht so schnell kaputt. Guck. Kaputt. Geil, Level up und wir kriegen Talentpunkt, cool. Bam, 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 bam. Moment. Seelenreißer, solange Metamorphose aktiv ist, erhaltet ihr 100% Lebensraub. Ersetzt Verschwimmen. Wenn eure Gesundheit unter 35 fällt, wird automatisch Verschwimmen ausgelöst. Dieser Effekt kann alle 30 Sekunden auftreten. Naja. Netherwandeln. Es versetzt den Zaubernden in den Nether, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 100%, macht immun gegenüber Schaden und unfähig anzugreifen, hält 5 Sekunden lang an. Wow. Ne, dann nehme ich lieber das hier. Das ist angenehmer. Fürs Erste. Wir testen es natürlich. Wenn es nichts bringt, dann lassen wir es. Und wenn wir uns halt nochmal umentscheiden. Gib mir dem Unblut. Da kann ich drin baden. Das wollte ich nicht, aber okay. Hat du Dämonenblut für mich? Jetzt Dankeschön. Ja, und so schnetzen wir uns jetzt hier durch. Sammeln 100 Blut und freuen uns. Bin begeistert. Blub, blub. Oh, guck mal, da sind ganz viele Dämonen drin. In der Hütte. Perfekt. Nehme ich. Ich nehme euch alle so zum Mitnehmen. Rennt. Geil. Das hat sich mal gelohnt. Das waren drei mit einmal. Sauber. Was machst du mit denen? Hi. So, mal den mal auf die Gusche, ne? So. Was haben wir noch? Noch eine Satyr. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 30. Läuft. Könnten mal respawnen, die kleinen Wichtel. Am besten schneller. Wollen wir den mithauen? Ach komm. Der kann ja sowieso nicht. Oh, ich hab die Agro. Fast. Ich hab die Agro. Meins. Ich bin ja nett, ich helfe anderen Spielern in meiner Umgebung. Hab's halt drauf. Ja, machen wir so einen richtigen Farm-Part hier, ne? Krasser Scheiß. Aber wir müssen das ja tun, das gehört halt mit dazu. Ich möchte euch das ja dann doch zeigen. Und leider halte ich nicht dafür, also ich schaff's auch nicht so, dass ich das schneide, dass ich quasi das dann ohne euch mache. Mir fehlt dafür leider so auch so ein bisschen die Zeit, dass ich mich darauf konzentrieren kann, muss ich sagen. Dafür habe ich leider doch einen zu stressigen Job. Als dass ich das könnte. Aber kann man halt mal ein bisschen quatschen. So. Nice. Und ich finde eigentlich gerade geht's recht gut mit den ganzen kleinen Wichteln hier. Die kann man schnell mal umhauen. Die halten nicht viel aus. Und dann geht es so bald wie möglich hoffentlich in den Sturmgewinn weiter. Außerdem gibt es ja hoffentlich auch gleich Ablenkung mit ein wenig Instanzwahnsinn. Flup. Okay,